fühlt sich komisch an, heute keine Coach-Rolle zu haben und keine Athletenrolle. Ziel ist immer dasselbe. Ich will mich halt für den Mr. Olympia qualifizieren und da endlich mal mitmachen. Hier ist die Lisa. Die Lisa Reit, die kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr fleißig den Podcast hört. Hey Leute und welcome back zu einem neuen YouTube-Video von Beauties and Beasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute begrüßt euch leider nur Beauty und Beast, also Johanni. Mein Beast Lukas ist nicht am Start. Lukas habe ich eingetauscht gegen, hier hinten seht ihr es, mein Off-Season Meal Prep. Yes, so ist es. Heute nehme ich euch mit zu einem Ausflug und zwar fangen wir an. Erste Ankunft ist ein geiles Fitnessstudio, Life Force heißt das, in Crailsheim nennt sich der Ort. Hier trainiert meine Bikini-Athletin Niddy und ich trainiere mit ihr heute Beine. Wir haben jetzt gerade 8.30 Uhr, wir fangen um 9 Uhr an zu trainieren. Da gibt es jetzt erstmal, Leute, logischerweise noch mein Pre-Workout-Meal hier. So, das werde ich jetzt noch snacken und dann noch schnell verdauen. Das sind aktuell noch in der Off-Season 70 Gramm Rice Pudding von ZNT Nutrition. Ich liebe den. Wenn ihr den noch nicht ausprobiert habt, unbedingt mal machen. Das ist so eine Mischung zwischen Pudding und Grieß. Und ja, ihr könnt den zubereiten fest oder ja so richtig puddingmäßig, also noch weich sozusagen. Fest kriegt ihr den, wenn ihr den nochmal in die Mikrowelle stellt und dann halt über Nacht zum Beispiel in den Kühlschrank packt, dann wird das so richtig stichfest, nennt man das, genau. Ja, und da natürlich auch noch ein Whey rein, und zwar das neue Cinnamon Cookie Whey, auch von ZNT Nutrition. Also feiere ich sehr, auch wenn wir gerade irgendwie keine Adventszeit haben. Bei mir ist Zimt sowieso immer Programm. Also kann ich euch echt empfehlen, gibt es bei uns im Beauties and Beasts Online Shop. Ja, da gehen wir also jetzt hin ins Beintraining, Leute. Für die Niddy, für meine Athletin, ist nämlich heute Start der Prep. Also heute beginnt ihre Prep für die Herbstsaison. Sie fängt ein bisschen früher an als ich, denn sie wird schon im September am 23.09. starten. Genauso wie auch meine Figurathletin, die Uli. Wir starten auch in der NPC. Also Leute, das wird so spannend dieses Jahr. Ihr müsst unbedingt hier weiter dranbleiben. Und jetzt nicht mehr länger labern, sondern Meal Prep essen, Pre-Workout essen und dann geht's ins Beintraining. Bis dann. So Leute, angekommen in der Trainingsstätte. Finde ich mich hier schon auf dem Stairmaster. Unüblich für mich zum Aufwärmen, aber das mache ich mal wieder. Ich komme so schnell in so eine Kurzatmung rein. Ich merke einfach, ja, im Aufbau, ich mache kein Ergometer-Cardio aktuell, sondern lediglich Schritte, also meine Spaziergänge als Cardio, wobei ich das nicht wirklich als direktes Cardio bezeichnen würde. Es sind halt einfach lockere Steps. Ich gucke da nicht auf irgendeine Herzfrequenz oder so und dementsprechend merke ich das hier schon gleich bei den ersten Minuten. Ja, aber so werden die Beine auf jeden Fall schön warm und dann geht's los. Die Niddy hat heute einen Leg Day, ein bisschen andere Gestaltung von den Übungen wie ich. Mal schauen, ob wir ein paar Übungen zusammen machen. Wir spotten uns auf jeden Fall. Und ja, geben beide Gas. Also ich werde euch auf jeden Fall gleich ein bisschen mitnehmen. Und ich muss euch auf jeden Fall noch was erzählen. Leute, es ist enorm komisch ohne den Lukas. Ohne mein Biest. Ganz seltsam. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt schon so gab. Doch, es gab schon einmal. Manchmal bei einem Wettkampf ohne Lukas. Aber ich muss euch schon sagen, ich mag es lieber, wenn Lukas auch am Start ist. So, jetzt aber genug gejammert. Jetzt geht's mal richtig ordentlich Beine trainieren. Let's go. Leute, bevor es gleich losgeht, habe ich mir jetzt hier gerade schon ein paar Schluck gegönnt vom Zyklon Pump Booster von ZNT. Gibt es auch bei uns im Beauties and Beasts Online Shop. Richtig nice, Geschmack Dark Berry, schmeckt wirklich, wirklich lecker. Und das Geile ist, ich mag Booster generell nicht so, zumindest halt, ich nehme sie selten. Ich mag die Booster zum Aufputschen nicht, also lediglich Pump Booster. Und das ist ein Pump Booster ohne Aufputsch, Koffein, Beta-Alanin und so weiter. Das heißt, also man wird davon nicht irgendwie, man kriegt kein Kribbeln oder so. Ich mag das einfach dann lieber nur einen wirklich guten Pump zu haben. Man wird ein bisschen warm dadurch, finde ich so, und man merkt es schon. Ist geil, also müsst ihr mal ausprobieren. Gerade für Leute, die einen Pump Booster mögen und wie gesagt nochmal den Pump im Training optimieren wollen, probiert's mal aus. So, da die erste Übung durch. Und jetzt kommt die Lady hier. Macht mit Absatz.
Lektion weiter und Nidhi fängt heute mit ihrer Prep an und sieht aus, als hätte sie schon 3 Wochen Prep mindestens. Oder mehr. Schultern sind streifig. Die Eis von mir ist so ein Nochmal ein Ben & Jerry's, bevor es losgeht. So eine Maschine. Also ich habe jetzt 3 Sätze gemacht heute. Ich habe einen Beintag, da habe ich jetzt was mit Hitsystem, da mache ich nur einen schweren, einen Backoff-Satz. Und jetzt habe ich heute aber 3 auf Hypertrophie gemacht, zwischen 10 bis 12 Wiederholungen. So Leute, Übung Nummer 3, also 2 war Adduktion, habt ihr schon gesehen, genau. Und jetzt machen wir weiter mit Kickbacks am Kabel. 3 Sätze. Ich mache die Fußspitze so leicht nach außen, dass ich schon ein bisschen wie eine Abduktion dabei habe und richtig in den Abfallgut reinkomme. So Leute, nächste Übung war RDLs, also gestrecktes Kreuzheben an der Multipresse habe ich sie gemacht. Ich habe es eigentlich mit Kurzhanteln im Plan, hatte aber hier eine geile Multipresse, geiles Setup, also direkt mal heute eine Multi gemacht. Und jetzt geht es gleich weiter mit der Beinpresse und Nidhi ist hier schön schwer am Beugen. Oh Nidhi, wie geht's mit dem Rücken? Berichte mal, was du im Rücken hast. Das weiß ich nicht genau. Mir ist es vor 4 Wochen bei dem Hackenschmidt. Ich hab's leider nicht gezogen. Das hat leider nach dem Training nicht nachgelassen. Jetzt habe ich das seit 4 Wochen. Mal schlimmer, mal nicht so schlimm. Nein, wir gehen das nachher auf den Grund und solange wir weiter trainieren. So wie es möglich ist. Auf jeden Fall legst du ordentlich auf hier. Aber man merkt es ein bisschen so, wie du stabilisierst, ne? Und von der... Ja, ich muss ein bisschen ja. Stellen, dass es nicht ganz so gut tut. Kennt ihr bestimmt Leute, also so ein, ich denke, es ist irgendwas Nerv angeklemmt oder so, sowas ist mal richtig schmerzhaft. Aber wie Nidhi sagt, ein echtes Biest kennt keinen Schmerz. Unwichtig, der Sache auf den Grund zu gehen. Also quasi nicht einfach weggucken und weitermachen, sondern schon schauen, was es ist, dass es nichts Gravierenderes ist, ne? Dass man es bald wieder in den Griff kriegt. Frisch gemacht, gibt es jetzt noch hier einen Kaffee.
und natürlich auch gleich noch die Post-Workout-Mahlzeit. Diese ist übrigens genau gleich wie die Pre-Workout-Mahlzeit, 70 Gramm Rice-Pudding und 30 Gramm Whey, also 5 Gramm Whey mehr und 100 Gramm Beeren. Ja, und da ist auch schon Nidhi. Erster Prep-Tag hier, Post-Workout und Kaffee. Nidhi, wie war das erste Prep-Training? Na, richtig geil. Gut gespürt. Ich glaube, der sagt schon, dass sie auch beim Prep starten. Ja. Leute, weil das ist nämlich ein Mythos, dass man hier in der Prep nicht mehr weiter muskulär wachsen kann. Man macht jetzt vielleicht nicht mehr die Riesenzuwächse, aber man kann sicherlich seine Qualität noch verbessern. Von dem her ganz wichtig, weiter sehr intensiv zu trainieren. Und genau, jetzt trinken wir einen Kaffee und dann geht es nämlich los auf die weitere Reise nach Friedberg. Also bleibt dran. Ich habe das noch gar nicht gesagt, was in Friedberg ist. Ja, da ist der NPC-Wettkampf, die All-Stars Classic. Und da werden echt ein paar geile Leute auch Gastauftritt machen, plus ein paar geile Leute starten. Das heißt, es wird echt spannend. Und das Coolste ist, Nidhi und ich sind heute einfach ohne Athletenrolle oder Coachrolle dort. Also wir gucken einfach nur zu. Voll ungewohnt. So Leute, jetzt befinden wir uns im Auto. Nidhi ist heute Chauffeurin. Hier hinten ist noch ein bisher Unbekannter. Bisher. Hi. Das ist der Martin, Leute. Und ratet mal, schreibt mal in die Kommentare, wie alt der Martin sein wird. Wir lösen das später auf am Ende des Videos, Leute. Dürft es noch nicht sagen. Und Martin, das ist dein erster Wettkampf heute. Das ist tatsächlich mein erster Wettkampf. Ja, ich mache jetzt auch sehr lange den Sport, aber meist gesehen habe ich den Wettkampf noch nie. Heute mein erstes Mal sozusagen. Ich bin gespannt, was ich da mache. Ja. Sehr cool. Premiere, also immer spannend. Ich erinnere mich an meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf, wo ich da zugeguckt habe. War auf jeden Fall ja, eine coole Erfahrung. Und ich habe jetzt mal noch hier meine Post-Workout-Mahlzeit. Also ihr wisst Bescheid. Rice, Pudding, Whey und Beeren. Zimt. Und jetzt haben wir noch eine halbe Stunde, glaube ich. Ja. Und dann sind wir da. Und dann gucken wir mal, was da los ist, Leute. Bis dann. Also, das muss ich euch sagen, Leute, ich bin gerade fast da. Fühlt sich komisch an, heute keine Coach-Rolle zu haben und keine Athletenrolle. War irgendwie cool, mal nur als Johanna zuzugucken. Nidhi, für dich, wie ist es? Richtig schön. Hier bist auch ja. Zweimal. Heute mal ohne Aufregung hier zu sein. Ja, ohne Farbe. Ohne Diät. Ohne Diät, sehr gut. Ja. Ja, da sind wir gut durchgekommen. Ich sehe schon die ersten, die ich kenne. Ich werde heute nicht aus dem Reden rauskommen. Und es ist heute gar nicht so schlimm, weil eben ich habe keine Athletin, wo ich anderweitig aufmerksam sein muss. Oder darf. Ich freue mich, ich bin sehr gespannt. Let's go. Einmal noch Martin hier, trinkt Energy. Yes. Sehr gut. Zuckerfrei. Farbe mehr vertragen. So Leute, mittendrin. Wir sind angekommen, haben sogar noch einen Platz gekriegt in der dritten Reihe. Bei Nidhi gibt es Essen. Ja. Sieht ein bisschen verunglückt aus. Was ist da, Nidhi? Was war das? Das war Haferflocken, Quark, Mandelmus, Zimt. Geil. Ja, und Wasser. Ein bisschen zu viel Wasser. Und noch ein Energy von Nidhi. Das ist so geil, Leute. Diese Sorte ist so gut. Lewis Hamilton. Man fühlt sich danach auch wie ein Lewis Hamilton, kann ich euch sagen. Und schaut mal, hier ist echt viel los. Echt Full House. So Leute, hier ist die Lisa. Die Lisa Reit, die kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr fleißig den Podcast hört. Ja. Lisa, du bist ziemlich shredded und gerade wenige Wochen out. Wie ist bei dir die Situation? Also letzte Woche habe ich jetzt im Budapest gestartet, bin erst durchgekommen. Zweiter Platz. So knapp, weil ich so knapp. Mit der Nase war ich schon so nah dran an der Olympia-Qualifikation. Und jetzt in drei Wochen geht es weiter in Polen. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. Ansonsten wird halt so lange weitergemacht, wie es nur noch haben kann. Wäre für dich auch Alicante, EM ja, Pro? Ja, genau. Ja. Also es wäre jetzt Polen in drei Wochen, dann praktisch in vier Wochen Alicante, EM Pro, und dann in fünf Wochen in Mailand. Okay, krass. Also da ist schon noch... Seit wann bist du auf der Prep? Erste
1. Dezember. So, das heißt, ja, jetzt geht's seit 1. Dezember bist du auf Prep. Und wie fühlst du dich aktuell dann so? Bist du schon arg am Ende, oder? Nein, eigentlich nicht. Also jetzt zum letzten Wettkampf, da war ja, da waren 4 Wochen von London nach Budapest. Also ich bin ja in London schon gestartet, ne? Da war es natürlich echt hart, muss ich zugeben, weil ich nochmal ein Kilo reduzieren musste, auch an Muskelmasse musste ich verlieren. Und das ist schon, also da habe ich schon oft ein bisschen an der Substanz gekratzt, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Aber ansonsten geht es mir echt gut, muss ich sagen. Jetzt nur noch ein Halten, ja, das heißt, die Kalorien sind moderat gleich, ja. Da mache ich das. Ist okay. Voll gut. Und hast du ein Feedback bekommen jetzt bei deinem letzten Wettkampf, wo du Zweite wurdest, an was du arbeiten darfst? So? Ja, also ich war ein Ticken zu hart leider. Das heißt, ihr wollt dich ein Ticken weiter beim nächsten Mal bringen? Ja. Also ich war ein Ticken zu hart, hat man auch gesehen. Also das Feedback war so gut für dich. Krass. Ja, wenn es ein bisschen weiter, dann soll es klappen. Sehr nice. Klar. So Leute, wir gehen jetzt gerade mal raus, weil da drin ist sehr, sehr laut und wir müssen immer unterbrechen. Und hier mit einer Profiathletin wie Lisa möchte ich euch schon mal kurz noch ein bisschen zuhören lassen, was da abgeht. So Lisa, jetzt alle. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich musste überlegen. Wettkampf Budapest vielleicht. Stimmt, genau. Feedback ein bisschen zu hart. Und weil du gesagt hast, du hast 1 Kilo Muskeln verloren. Korrekt, ja. Du hast quasi auch damals dann das Feedback bekommen beim ersten Wettkampf, du bist schon ein Ticken too much. Zu viel, ja. Also es war zu viel Glut. Tatsächlich. Ja, es war schon zu viel Glut. Ich wusste nicht, dass das möglich ist, ja. Crazy. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Zu viel Glut, aber ich habe es geschafft, ja. Krass. Ja. An der Stelle auch noch die Frage an dich, Lisa. Ich meine, ich zum Beispiel für meinen habe den Podcast gehört, auch von dir. Ich verfolge dich auch. Und weißt du, hast einen sehr geilen Aufbau gemacht, um entsprechend auch aufzubauen, all in. Vielleicht berichte mal, wie hast du es geschafft, in einem Jahr so krass Muskulatur aufzubauen? Gerade auch am Blut und überall. Also, das muss ich auch dir als Rat mitgeben, mein Schatz. Kein soliner Aufbau. Also ich habe das wirklich so extrem gemerkt, weil ich habe ja das Jahr zuvor, war ich eben beim Stefan und habe da wirklich einen relativ leanen Aufbau gemacht. Mhm. Ich habe 1 Kilo Muskeln. Jetzt habe ich mal wirklich, aber all in, also ich habe wirklich gegessen, hart trainiert, hart regeneriert, ja, ich habe wirklich alles nochmal doppelt und dreifach so intensiv gemacht, so ungefähr, alle 3 Stellschrauben und habe dann definitiv auch dementsprechend die Erfolge gesehen. Ne? Sehr, sehr geil. Wie lang ging der Aufbau, den du gemacht hast? Jetzt lass mich überlegen, wie lange ging der? Ein halbes, 7 Monate, glaube ich. 6 Monate. Ja. Habe ich aber gebraucht. Ne? Also ich stand letztes Jahr nicht gut da. Ganz ehrlich. Ja. Sehr, sehr geil. Also Tipp für alle, die zuhören. Euch mal ordentlich. Wenn ihr nur minimale Verbesserungen vornehmen müsst, um Gottes Willen, dann müsst ihr euch nicht so hochfressen. Ja, macht das nicht, weil das muss dann wieder alles runter. Aber wenn ihr wirklich Muskulatur aufbauen müsst, dann gebt mal alles. Vor allem jetzt in der Bikini-Profi, man sieht ja jetzt auch, also du bist jetzt Zweite geworden, also es spricht ja dafür, dass du genau das Richtige gemacht hast. Ne? Ja. Definitiv. Richtig, also sehr, sehr geil. Und dann dieses Jahr, das heißt, Ziel ist völlig klar, oder? Ja, natürlich. Jetzt, wie gesagt, wobei ich ganz knapp dran und jetzt fehlt mir viel und dann... Sehr, sehr nice. Ja. Mega. Lisa, ganz viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Und bis dann. Danke. So Leute, erstmal Buden. Klassisch. Hähnchen, Reis, Gemüse. Dankeschön, Vanessa.
Also, das nimmt er gerade fett. Und das nimmt er auch fett. Und das nimmt er auch fett. Ich weiß nicht. Unter der Achsel? Schau mal, Mann. Ist da fett? Ist da fett? Da hast du gefunden? Ich weiß nicht. Weiß nicht, was da flach oder fett ist. Aber er wird es wissen. Super schaust du aus. Danke, dass du da bist. Danke für diesen Gastauftritt. Ich wollte mich bei euch bedanken. Erstmal für den Applaus, für das Feedback. Das freut mich wirklich. Danke, dass ich da sein darf. Danke, dass der Bernhard mich eingeladen hat. Also, wenn ihr euch bedanken wollt, dann bitte beim Bernhard. So, Leute, gerade noch auf der Bühne gesehen und jetzt sitzt er hier. Hey. Der Roman. Roman, wie geht's dir? Alles klar, soweit. Ich hoffe, du kannst es hören wegen dem Dings da, ja. Aber sonst geht's mir ganz gut. Nichts Besonderes. Weiß schon. Wie war der Gastauftritt für dich hier? Gestern war ich ein bisschen aufgeregt, kurz. Aber. Ich habe das jetzt durchgezogen. Vorher hat ja der Eiham Gastauftritt gemacht, ja. Mit einer richtigen Kür und alles. Dann dachte ich mir, fuck, ich habe auch keine Kür vorbereitet. Der andere legt es da beim Auftritt hin. Aber ich glaube, die Leute, die haben ganz gut reagiert. Und deswegen hat es schon gepasst. Ich fand auch, die Stimmung war gut auf jeden Fall. Also, wie erlebst du jetzt heute diesen Wettkampf hier heute? Das ist eine regionale Show in Deutschland. Ich gucke halt mir ab und zu mal ein bisschen hin. Ich muss sagen, ich habe nicht genau aufgepasst, weil ich ja hier auch mal am Autogramme schreiben und Fotos machen bin. Deswegen konnte ich mir die Athleten jetzt nicht genau anschauen. Bodybuilding war ja zum Glück ganz am Anfang, zum Glück für die Bodybuilder. Da habe ich die Siegerehrung gemacht. Deswegen kann ich jetzt leider nichts dazu sagen, wie die Qualität der Wettkämpfe ist. Ja. Wann geht es bei dir los dieses Jahr? In vier Wochen in Alicante ist der erste Wettkampf und dann schauen wir mal. Sehr geil. Und fühlst du dich gut so? Ja, man denkt immer, es kann ein bisschen besser laufen hier. Weißt du selber, man denkt, so ganz zufrieden ist man nie. Man denkt immer, komm schon da noch das, hier noch das. Aber ich gebe halt mein Bestes und am Ende mehr kann ich nicht machen. Voll. Sehr geil. Ganz, ganz viel Erfolg auf jeden Fall. Und ja, Roman, wie können die Leute dich supporten? Natürlich. Das als so halt 1:1. Natürlich halt auf meiner Webseite. Rackstream.de. Da haben wir das Merchandise. Und dann mein neuer Sponsor ist ja Big Zone. Die Supplements da kann man bestellen auf big-zone.de. Der Code ist REX10. Das wird mich freuen. Vor allem, wenn man da jetzt bestellt, ist der erste Monat. Und wenn ich erstmal einen guten Monat, einen Einstandsmonat hinlege, hilft mir das natürlich. Weiß nicht, auf jeden Fall. Der Chef nicht enttäuscht, denkt sich, was habe ich da für einen Vertrag genommen. Toll. Also Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Und noch am Ende, Roman, was ist so dein Ziel? Hast du so ein richtiges Ziel oder eine Erwartung für deine Saison dieses Jahr? Das Ziel ist immer dasselbe. Ich will mich halt für den Mr. Olympia qualifizieren und da endlich mal mitmachen, weil langsam wird es Zeit. Und das ist das Ziel, ja. Das erklärte Ziel. Viel Erfolg. Danke dir. So Leute, ja, da war der Wettkampf auch schon wieder rum. Auf jeden Fall ein richtig schöner Tag gewesen. Ganz besonders, weil diese zwei Menschen da dabei waren. Das war sehr angenehm. Ja, mit denen. Und man muss echt sagen, das waren heute Leute 95 Starter und Starterinnen, 150 Starts insgesamt, weil viele halt Doppelstarts gemacht haben. Ganz besonders überrascht, also mein Fazit jetzt an euch, ganz besonders überrascht hat mich die Figurklasse. Ich habe die euch auch mitgefilmt. Also die habt ihr ja schon gesehen. Das war eine Novice-Klasse, eine Figur, wo 5 Stück wirklich unglaublich stark waren. Unglaublich konditioniert, unglaublich viele Muskeln hatten die. Die waren zum ersten Mal in der Figurklasse gestanden. Also das finde ich total beeindruckend. Ich glaube, da waren heute alle beeindruckt. Die Baha, die Figurprofi-Athletin ja auch, die war echt baff. Ja, das war auf jeden Fall für mich so das Überraschendste heute.
dann natürlich so viele coole Leute getroffen zu haben, mit denen gesprochen zu haben, mal in einem ganz entspannten Rahmen ohne Stress, war auch schön. Und bei der Bikini-Klasse war, muss ich sagen, die war voll. Es waren viele Mädels. Allerdings konnte ich zum einen die Wertung 0, also wirklich 0,0 nachvollziehen. Ich habe nicht erkannt, nach was gewertet worden ist. Und zum anderen auch fand ich es jetzt vom Gesamtline-up. Also es war durchwachsen, würde ich es einfach mal sagen. So, nennen wir es mal so. Jetzt frage ich mal hier einmal. Okay, wir machen nicht Ladies First, Nelly, okay? Ich frage erstmal den komplett, der zum ersten Mal auf dem Wettkampf war. Martin, wie war das für dich heute? Für mich war es mega interessant. Ich war überrascht, dass es doch so viele Teilnehmer waren und auch, dass es so viele unterschiedliche Klassen gibt. Das hat mich schon geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es mega interessant, wie gesagt. Ich kann auch nur das, was du gesagt hast, mit dem Bikini, da habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, wie da die Werten läuft. Ehrlich, bin ich auch ein bisschen überrascht. Ich aus meiner Sicht, gut, ich habe an ihrem Wettkampf teilgenommen, hätte es ein bisschen anders gesehen, aber ja, wird schon seinen Grund haben. Ich auch immer, ich weiß nicht, das wissen die dann, Johanna oder Anita, das ist ihr dann besser. Aber trotzdem fand ich es mega schön, eine schöne Erfahrung. Cool, sehr nice. Weil ganz oft habe ich gehört bei Leuten, die zum ersten Mal bei einem Wettkampf waren, so, boah, voll die Freakshow. Also ein bisschen freaky ist es ja schon, was man da macht, ne? Aber cool, dass du das auf jeden Fall so, ja, auch Spaß hattest. Nedi, was sagst du? Also kann mich eigentlich nur anschließen, die Figurklasse war krank. Das war, also habe ich so noch nie gesehen, auf keinem regionalen, auch auf dem Pro-Qualifier nicht in der Form. Also die waren heftig. Ich bin da echt immer noch ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Ja. Richtig, richtig geil. Ja, bei den anderen fand ich jetzt nichts. Ja, ist man so richtig krass ausgestochen, wie ich mir war ein bisschen. Ja. Auch alles sehr unterschiedlich irgendwie und man hat das dann so richtig aus. Ja, was da jetzt gewünscht ist, was nicht. Ja, insgesamt war es auf jeden Fall ein sehr geiler Tag. Ein bisschen verstörend ist es, wenn man auf so einem Wettkampf kein Wasser kaufen kann. Ja, Mann. Also man nur irgendwie Shakes oder Energy Drinks. Wasser wäre schon mal ganz nett gewesen, das war echt warm in der Halle. Aber ansonsten alles top, was organisiert ist. Der Plan ist eingehalten worden. Ja. Also das muss man echt sagen, das kann der Schuber Bernhard extrem gut. Das ist echt ein erfahrener Hund, der hat eine gute Organisation auf jeden Fall hingestellt. Auch für die Athleten, das was Roman Fritz auch gesagt hat, dass die Männer Bodybuilding als erstes kam, ist einfach für diese Bodybuilder sehr, sehr athletenfreundlich, dass sie nicht so lange hinten rumliegen müssen. Und doch, war eine geile Stimmung, hat Bock gemacht. Und ich war, ja, durfte heute früher als ich erwartet hätte, mal wieder Bühnenerfahrung sammeln. Die liebe Bara hat mich da hochgeholt. Also Bara, falls du das Video anschaust, vielen lieben Dank, war echt cool. Und genau, durfte da Medaillen übergeben. War kurz ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Aber dann doch ganz gut geklappt. Die Johanna hat das Krönchen angefasst. Diese Krone für die Gesamtsiegerin, ey. Das ist so cool. Ja, war also echt toll, Leute. Muss man sagen, cooler Tag. Letzte regionale Show im Frühjahr. Das heißt, die nächste regionale Show wird hier mit der lieben Nelly sein. Jo. Vom ersten Prep-Tag hin, dann zum nächsten Wettkampf. Und jetzt fahren wir nach Hause. Wir cruisen jetzt noch so 2 Stunden, nicht mehr ganz, nein. Nee, 1 Stunde. 1 Stunde 19. Dann cruist Johanni noch mit Joymobil nach Rothenburg. Und Leute, dann sehen wir uns im nächsten Video. Das war jetzt auch schon das Abschlussvideo, denn Lukas wird keinen Abschluss mit mir machen. Weil Anna hat sturmfrei. Ich habe sturmfrei, Leute. Das heißt wieder Hausparty, ihr wisst Bescheid. Also Hausparty. Genau. Was machst du jetzt, wenn du sturmfrei hast? Das kommt ja nicht so oft vor. Nee, Leute. Also mal schauen, wann ich daheim sein werde. Was ich mir dann noch so überlegen werde. Also sturmfrei ist eigentlich immer so, ich putz mal und dann arbeite ich recht viel und ja. Also gucken wir mal. Ja. Und dann gehe ich trainieren. So Sachen mache ich sehr gerne. Genau. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben da draußen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte, ihr wisst Bescheid, support uns, Video liken, teilen, kommentieren. Ja, genau. Das war's. Ganz viel Liebe da lassen. Bis dann. Ciao, ciao.